Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Heute ist der 6. März 2023 und ich bin froh, dass es ein Montag ist und es ist 20 Uhr und Sie wissen schon, das ist die beste Zeit, live einen Workshop Agile Care durchzuführen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und begrüße auch diejenigen, die jetzt noch nicht live dabei sind. Ich begrüße die, die nämlich die Aufzeichnung nutzen, denn in der Aufzeichnung kann man auch sehr, sehr viel nicht nur lernen, sondern auch die Funktionen des Downloads und des Fragestellens mitnutzen. Also auch in der Aufzeichnung geht es, und das ist längst herumgesprochen, dass das so ist. Renate und Claudia im Hintergrund sind heute auch wieder zur Verfügung und ich danke Ihnen schon ganz herzlich für die Hilfe, denn ich wüsste nicht, wie es anders zu bewältigen wäre, Ihre Fragen aufzunehmen, die Sie am Chat stellen können, die Sie schon jetzt stellen können. Und Sie können mir glauben, es ist einfach für mich unmöglich, während ich meinen ganz kurzen Vortrag gebe, dort am Ball zu bleiben. Deshalb geben Sie mir das in eine Datei ein und ich kann dann, wenn ich mit meinen Ausführungen fertig bin, die einsehen und Ihre Fragen beantworten. Ja, auch in der vergangenen Woche hat sich wieder viel getan. Wir haben besonders in unserem Telefonservice und auch über das Ticketsystem Ihre Fragen beantworten können und haben auch eine Reihe von Rückmeldungen bekommen, wofür ich mich jetzt schon pauschal bedanke, aber dann das nachher noch konkret tue. Rückmeldungen über den Fortgang bestimmter Dinge, bestimmter, ja, Erfolge. Erfolge heißt bei uns Lebensqualität verbessern. Und deshalb kommen wir auch zusammen hier in dem Workshop und deshalb kommen Sie in die Aufzeichnung, denn mit Agile Care kann man seine Lebensqualität verbessern und unsere Aufgabe ist es, im Workshop Ihnen Hinweise, Informationen zu geben, dass es noch effektiver und anhaltend geschehen kann, zu unser aller Vorteil. So, lassen Sie mich beginnen mit den vorbereiteten Folien. Heute am 6. März kommen wir also zusammen und haben dort wieder die wichtigste Aufgabe zu erfüllen, nämlich folgenden Hinweis zu geben. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und natürlich muss die erste Folie auf unser Höhepunkt in diesem Jahr hinweisen. Der findet nämlich am 11. März statt. Das ist unser 5. Symposium unter dem Slogan Leben ohne Krankheiten. Diejenigen, die es sich noch nicht ein Ticket gekauft haben, die möchte ich bitten, nochmal zu überprüfen, ob sie nicht doch Zeit haben, dahin zu kommen, denn es könnte eine wichtige Veranstaltung für sie sein, wichtig für ihre Lebensqualität. Es ist nicht nur so, dass wir im Palast der Storker Burg einen wunderschönen räumlichen Rahmen vorfinden, der uns deutsche Geschichte, Erdkunde und Naturkunde vermittelt. Nein, wir haben auch sehr interessante Vorträge, das kann ich Ihnen schon sagen. Das Einzigartige an unseren Workshops ist, und das halten wir auch in diesem Jahr ein, dass alle Fragen beantwortet werden. Deshalb wird es auch so sein, dass wir natürlich keine Videoaufzeichnung machen, denn wir wollen ja dort frei und ungehemmt Ihre Fragen entgegennehmen. Sie möchten die auch frei und ungehemmt stellen können und es ist genügend Zeit da, Ihre Fragen zu beantworten. Und selbstverständlich, wie in jedem Jahr, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ich freue mich auf den Samstag. Dort sehen wir uns, wenn Sie wollen, zum Symposium. Die Effektivität mit Agile Care zu erhöhen, das sagte ich schon, das ist das Ziel unserer Wissensvermittlung. Und Sie können bitte sich hier über unsere Homepage ulrich-mdc.de/download dort umfassend informieren, können einiges auch wiederholen, eventuell einiges vertiefen, denn
das, der Hintergrund, das Basiswissen und die Randbedingungen zu optimieren, das ist eine große, gewaltige und ich denke nicht wegzudenkende Voraussetzung für den Erfolg mit Agile Care. Wir haben ja auch die Präsentationen jetzt noch einmal umgearbeitet und ich möchte Ihnen das auch gleich zeigen. Wenn Sie über die Homepage, also so wie sie abgebildet ist, Ulrich-MTC gehen und dort Support anwählen und dort den Unterpunkt Agile Care Workshops anwählen, dann haben wir das verändert. Und ich möchte Ihnen das gleich sagen. Sie können dort mit Suchworten arbeiten. Wir haben also Suchworte hinterlegt für alle Workshop-Präsentationen, die dort abgebildet sind. Und ich möchte Ihnen das jetzt wirklich einfach mal zeigen. Wenn Sie mir folgen können, dann mache ich jetzt meinen Bildschirm frei. So, gehe auf die Seite. Das ist die Seite und ich schaue mal zu meiner Frau rüber, ob das jetzt zu sehen ist im Internet, die Homepage. Und Sie müssten das also jetzt sehen. Sie sehen links oben, ich markiere das mal, Sie sehen das links oben, ulrich-mtc.de. Das ist also die Startseite, die Sie hier sehen. Sie sehen oben links hier noch einmal die Möglichkeit, sich über Symposium dort ein Ticket zu besorgen. Sie haben hier rechts oben die Borrelien-Webinare, Live-Webinare, die ich Ihnen empfehle, die zweimal in der Woche stattfinden. Und hier sehen Sie die aktuellen Beiträge. Also hier sehen Sie links das Symposium 2023, einen Beitrag von Claudia über Leben ohne Krankheit, dann Prostata-Chancen zur Verbesserung der Lebensqualität und dann kommen einige solche Kacheln, die keine Bilder haben. Da steht immer Workshop-Präsentation obendrauf. So, gehen Sie also, wie ich es gesagt habe, auf Support und dann geht das Pull-Down-Menü auf, das sehen Sie dort oben. Ich bin bloß mit der Maus über Support gefahren, habe noch nicht geklickt. Gehe nach unten ins Pull-Down-Menü und dort Agile Care Workshops. Das ist der unterste Punkt des Pull-Down-Menüs. Da klicke ich drauf. Und dann würden Sie hier alle Präsentationen, also Workshop-Präsentationen, rückwirkend ab letzten Montag und morgen ist auch die heutige dann darin, können Sie auffinden. Und ich scroll mal nach unten. Und hier unten können Sie paginieren und können die nächsten sehen. Das geht jetzt zurzeit rückwirkend bis Ende Oktober 2022. Wir arbeiten fleißig daran, das zu erweitern. Und wenn Sie so auf eine solche weiterlesen, zum Beispiel bei Workshop-Präsentationen 27.02.2023, das ist also genau letzten Montag gewesen. Wenn ich jetzt mit der Maus darüber fahre, ist der Link rot. Und hier stehen einige Stichworte, die sollen Sie aber jetzt gar nicht unbedingt lesen. Das erläutere ich Ihnen gleich viel besser. Und dann sehen Sie hier unten Weiterlesen. Wenn ich auf Weiterlesen klicke, das mache ich jetzt gerade, dann erscheint hier das Video vom 27. Februar und das kann jetzt hier ablaufen. Ja, da können Sie also das jetzt nicht unbedingt damit langweilen. Ich möchte Ihnen viel mehr zeigen, dass wenn Sie über Shop und Agile Care Workshop hier hingekommen sind, dann gibt es hier unter dem Wort Präsentationen ein Feld, da können Sie ein Suchwort eingeben. Suchwort oder ein Quellencode-Index. Und da können Sie zum Beispiel eingeben Wasser, zum Beispiel, und dann erscheinen alle Beiträge darunter, wo es um Wasser geht. Und insbesondere sehen Sie hier Agile Care zur Wassermarkierung. Dann können Sie da hingehen, können Sie diesen Beitrag anschauen. Sie können aber auch, was ich noch viel besser finde, dort zum Beispiel auch einen Quellencode-Index A371 eingeben. Und dann gehen Sie rechts auf die Lupe. Und dann erhalten Sie zum Beispiel den Workshop 27.02., den ich vorhin schon aufgerufen habe, weil es da auch um A371 geht oder vom 20.02. oder zum Beispiel können Sie auch in den Katalog gehen, in den jeweiligen Sprachen. Dort finden Sie das zum Beispiel auch. Wir haben schon über Wasser, über A371 gesprochen, zum Beispiel im Workshop 5.12.22. Warum haben wir das so gemacht? Wir haben das so gemacht, weil wir gedacht haben,
Es möchte jemand mal etwas suchen und es soll schneller gehen, als uns zum Beispiel anrufen oder ein Ticket zu schreiben, ist vielleicht zu umständlich, möchte sich hier schon informieren, dann geht das auch darüber und dann bekommt man das in dem jeweiligen Workshop in der Präsentation erklärt. Ich finde das nicht schlecht. Ich hoffe, Ihnen ist es hilfreich und wir würden uns freuen, hiermit noch einen besseren Service gestaltet zu haben. Also das ist möglich, jetzt über die Homepage Support und dann AgileCare Workshop die Präsentationen aufzurufen. Die verfallen hier nicht und Sie können die Präsentationen auch finden, entweder über das Datum, das steht oben drüber, ja, 27.02., 13.02. und so weiter, oder Sie geben ein Suchwort ein oder Sie geben einen Quellencodex ein, wenn darüber gesprochen wurde, werden die entsprechenden Präsentationen Ihnen hier aufgelistet. Ich denke, das ist eine gute Anregung, da auf dem Gebiet zu arbeiten und möchte hier mit der Präsentation fortfahren. Also so ist das gemeint. Wir können also mit Suchfunktion einsetzen für Suchworte oder Quellencode-Indizes oder Quellencode-Abkürzungen, wie Sie möchten. Ein weiterer Service, der nicht schlecht ist. Mit diesem Bild bin ich schon oft aufgewartet, möchte ganz kurz sagen, worum es geht. Wir haben Sauerstoffmangel in den Zellen bei jeder Erkrankung. Dort gibt es eine Energiekrise. Die Energiekrise will und muss die Zelle überleben. Dazu setzt sie einen Ersatzstoffwechsel ein. Das finden wir in der nächsten Spalte von links angesehen. Und wenn wir einen Ersatzstoffwechsel einsetzen, dann überlebt die Zelle, aber es verändert sich das Milieu, der pH-Wert, was Mikroorganismen in Dysbalance auf den Plan ruft. Damit meine ich Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller, die in und um die Zelle kommen und die eine Symbiose bilden zu der jeweiligen Erkrankung, ganz spezifisch. Und der geniale Dr. Reif, auf dessen Wissen wir aufbauend unser AgileCare gebaut haben, hat eben herausgefunden, dass man mit ganz speziellen Sequenzen diese Mikroorganismen eliminieren kann, damit die Symbiose zwischen der Dysbalance der Mikroorganismen und der Erkrankung aufbricht und eine Chance, eine sehr, sehr gute Chance besteht. Und die Rückmeldungen besagen es, dass wir damit die Krankheit sehr oft überwinden. Wir heißt in dem Fall, dass jeder selbst die Krankheit überwindet. Das sehen Sie dann rechts in der Spalte. Ja, so funktioniert das. Und ich möchte das untersetzen mit ganz konkreten Beispielen der letzten Woche. Ein Anwender hatte starke Nierenkolik. Und wer von Ihnen schon mal Nierenkoliken hatte, der weiß, das sind sehr, sehr starke Schmerzen, mit denen der Betroffene zu kämpfen hat. Die Empfehlung war C897. Ich wiederhole, C897. Die Anwendung heißt Nierensteine. Und die zweite Empfehlung, die gleichzeitig gegeben wurde, war C1138. Ich wiederhole, C1138, Schmerzen allgemein. Und da auch weiterhin zusätzlich gesagt wurde, dass der Anwender nicht nur unter Nierenkolik leidet, sondern auch noch Magenschmerzen hat, habe ich noch zusätzlich die A149, ich wiederhole A149, Hypoazidität genannt. Und in Klammern bei Hypoazidität steht Magensäureproduktion zu niedrig. Das bedeutet, das betrifft, ich möchte mal sagen, aus meiner Erfahrung, es kann sein, dass ich nur ein auserwähltes Publikum habe, was ich informiere, aber aus meiner Erfahrung bedeutet das, dass über 90% der Erwachsenen zu wenig Magensäure haben. Und insbesondere diejenigen, die meinen, sie hätten zu viel Magensäure, weil sie den Eindruck haben, in ihnen steigt Magensäure auf. Sie haben Sodbrennen, sie berichten über Sodbrennen und weitere Folgen. Denen kann ich sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, ist es nicht zu viel Magenproduktion, wie vermutet, sondern zu wenig. Und deshalb können wir das sehr gut über die Eliminierung der zugehörigen Mikroorganismen tun mit A149, dass die Magensäure wieder hier in das Normale kommt. Das ist nicht nur so ein linearer Zusammenhang, sondern es kann auch sein, dass die Mikroorganismen nicht im Magen, sondern in der Gallenblase oder im Dünndarm
oder im Pankreas sind, die wir dort sozusagen zur, die wir eliminieren und die die Magensäureproduktion senken. Und durch das Eliminieren der Mikroorganismen wird dann die Magensäureproduktion wieder normalisiert. Das ist überhaupt nicht gesagt, dass es im Magen ist. Das ist auch nicht wichtig, sondern wir müssen die Mikroorganismen über A149, und das hat sich schon, ich möchte mal sagen, tausendfach bewährt. Und in dem Fall hier, starke Nierenkolik, Schmerzen, Magenschmerzen dazu noch, außerdem nach 3 Tagen war über diese 3 Anwendungen, die ich gesagt habe, alles in Ordnung. Also ganz, ganz große, ganz, ganz großes Lob an den Anwender, den das betroffen hat, der hier seine Lebensqualität wunderbar durch dieses konsequente Anwenden zu Ende geführt hat. Und ich möchte behaupten, ich weiß es nicht, ich habe da nicht zurückgefragt, aber ich möchte behaupten, dass dieser Anwender auch die Randbedingungen vor, während und nach der Anwendung optimal eingestellt hat. Also Gratulation, und für Sie, meine Damen und Herren, für Sie, die das vielleicht mal betreffen sollte, haben Sie hier einen guten Wegweiser, wie Sie Ihre Lebensqualität im Fall der Fälle verbessern können. Eine Anwenderin hat Zahnfleischprobleme. Und zwar hat sie den Eindruck, sie konnte es auch im Spiegel sehen, dass ein Weisheitszahn sich entwickelt hat. Und ich habe, nachdem mir das telefonisch mitgeteilt wurde, vermutet, wenn Zahnfleischprobleme dort sind, dass es eine diese Anwenderin hat dann die Anwendung A253 durchgeführt. Ich wiederhole, A253, ich habe die empfohlen. Und die Anwendung heißt Parodontitis. Und nach 4 Tagen war alles schon in Ordnung. Clever, wie diese Anwenderin, nicht nur, dass sie sich bloß darüber freut, dass sie einen Erfolg hat, sondern sie setzt ihre Anwendungen mit markiertem Wasser fort und spült intensiv mit Naturzellulit im Mund. Also ehe sie es herunterschluckt, empfehlen wir in unseren Anwendungsempfehlungen, im Mund das zu spülen. Und das macht sie noch intensiver, weil wir wissen, dass es auch hilft. Jetzt die Folien, die ich heute Abend hier zeige, als PDF herunterladen, das können Sie rechts in der Navigation durchführen. Ja, also hier in dem Fall wieder etwas 4 Tage. In der längeren Vergangenheit, da war das so, dass ich oftmals und meistens 1 Monat empfohlen habe, und so lange hat es auch gedauert, manchmal sogar 2 Monate, bis eine Parodontitis ausgestanden ist. Das heißt, die zugehörigen Mikroorganismen eliminiert wurden. Und hier zur großen Freude, ich hatte letztens auch das Glück, über so eine recht schnelle Reaktion zu sprechen. Und heute freue ich mich wieder darüber, Ihnen das mitteilen zu dürfen. Hier schon nach 4 Tagen alles in Ordnung. Eine wunderbare Sache. Eine Anwenderin hat Probleme in den Nebenhöhlen und außerdem Haarwachstumsprobleme. Ja, bisher hat sie durchgeführt C1443. Ich wiederhole, C1443, Nebenhöhlenentzündung. Dann die Anwendung C449. Ich wiederhole, C449, Zahn- und Kieferknocheninfektion. Und drittens hat sie durchgeführt A118. Ich wiederhole, A118. Und die Anwendung heißt Haarausfall. Und ihre Mitteilung war, über längere Zeit, dann hat sie angerufen, hatte gesagt, dass es etwas besser geworden ist. Und da hört man schon, wenn jemand sagt, es ist etwas besser, ist eigentlich nicht der große Renner, man ist nicht zufrieden. Und deshalb setzt die Anwenderin ab jetzt zusätzlich ein, zusätzlich zu den 3, die oben stehen oder bisher, zusätzlich setzt sie ein, ich habe das hier aufgelistet, VEG 14, ich wiederhole, VEG 14, Quecksilber und OEI 25, ich wiederhole, OEI 25, Arsenvergiftung. Wir haben leider sehr viele Quecksilber- und Arsenvergiftungen. Und deshalb habe ich das genannt. Und so sehe ich eigentlich auch die Möglichkeit, dass wir sowohl die Nebenhöhlen und auch das Haarwachstumsprobleme lösen können über die entsprechenden Mikroorganismen, die wir hier eliminieren. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass der Seefisch, also der Fisch, der auf der freien See geangelt, gefangen wird und uns dann auf den Teller gelegt wird, dass der schon sehr, sehr stark mit Quecksilber belastet sein kann. Und dass selbst die WHO sagt, 1 Mal im Monat nur Fisch. Und das wäre für mich zum Beispiel ganz schlimm. Ich möchte viel öfter Fisch essen, tue das auch. Und ich bearbeite sozusagen das Quecksilberproblem
über Naturzeolith. Selbstverständlich, diese Anwenderin mit den Nebenhöhlen und Haarwachstumsproblemen Randbedingungen optimieren. Dazu gehört auch intensiv und möglichst regelrecht, so wie wir es empfohlen haben, Naturzeolith 10 Mikrometer einzusetzen. Zur Arsenvergiftung, was ganz unten steht, ist zu sagen, die nimmt auch zu in den industrialisierten Ländern insbesondere. Wir wissen noch nicht, warum das ist. Ich nehme an, dass sehr viel über die Luft auch aufgenommen wird, in dem Fall nicht nur über die Nahrung. Aber ich kann das im Moment noch nicht beweisen, will das auch nicht beweisen. Ich will nur einen Weg aufzeigen, wie man die Arsenvergiftung überwindet. Das ist OEI 25. Und auch hier gilt natürlich, hier wirkt natürlich der Einsatz von Naturzeolith 10 Mikrometer bestens, um sowohl Quecksilber als auch Arsen auszuleiten. Die Arsenvergiftungsanwendung OEI 25 haben wir ja noch nicht lange. Deshalb möchte ich die bitten, die jetzt vielleicht etwas zurückgefallen sind mit dem Setup, das Setup mindestens auf den Stand 7.0.23 zu bringen. Und sollten Sie das Setup einige Stufen ausgelassen haben, Sie müssen nicht die einzelnen Stufen nachholen, das können Sie auch nicht. In dem Moment, wo Sie auf 7.0.23 jetzt gehen, haben Sie alles mit einem Mal wieder auf dem neuesten Stand. Ja, das waren eigentlich schon die Beispiele wieder. Hier nochmal eingeblendet die Kommunikation zu uns. Da hat sich nichts geändert und das ist etwas, worauf wir auch mehr oder weniger stolz sind, denn wir konnten schon sehr oft nicht nur über das Ticketsystem, über Live-Chat und im Forum, auch über Telefonservice und Workshop und aufzeichnender Workshop doch Informationen übergeben. Manchmal sind es ganz individuelle Informationen, das ist dann meistens am Telefon. Und diese Informationen und die Rückmeldungen sagen uns das, helfen sehr, sehr oft, Ihre Lebensqualität zu verbessern, denn mit AgileCare kann man das. Ja, und auch wenn Sie die Folien herunterladen, dann können Sie auch hier noch einmal nachlesen, wie wir das vom Ablauf her gestalten, wenn Sie in Ihrer Begeisterung jemandem ein AgileCare-Gerät empfehlen und wenn er das in unserem Shop dann kauft, wie wir uns dann auch monetär bei Ihnen bedanken. Und das wollte ich aber jetzt nicht noch tiefer eingehend bringen, sondern ich möchte jetzt hier meine Vorbemerkungen schließen.